Jo, Hallöchen, wir sind zurück hier bei unseren Drachen und legen natürlich erstmal los, checken natürlich erstmal Johann, aber da seht ihr natürlich, ja, gegenstandstechnisch hat er nicht wirklich was für uns. Aus dem Grund müssen wir natürlich erstmal weitermachen, sammeln hier erstmal den Fisch und müssen uns natürlich dann überlegen, was wir mit unserem Holz so veranstalten. Ich meine, das ist natürlich die Frage, da bin ich natürlich selbst extrem gespannt, für was ich mich entscheide, was wir mit unserem Holz so veranstalten. Wir müssen natürlich erstmal in der Akademie gucken, checken da natürlich erstmal ab, ob wir eventuell noch ein paar Drachen pimpen können, um natürlich irgendwie wieder mal ein bisschen Holz auf den Kopf zu kloppen. Da bin ich natürlich hier gespannt, was wir da so machen, für welchen Drachen wir uns entscheiden. Ich check natürlich erstmal die Akademie, guck da erstmal rein, da sehen wir haben nur noch einen Drache im Training für 4 Stunden 8 Minuten. Wie sieht es hier aus bei Valka? Das ist natürlich auch mega, da müssen wir natürlich ohne noch 4 Stunden warten. Aus dem Grund würde ich sagen, wäre eigentlich sinnvoll, wenn wir uns einen Drache suchen, der eventuell 4 Stunden braucht. Hier haben wir den Wind Knirscher, könnten den auf alle Fälle erstmal pimpen. Das Doofe ist natürlich, dass wir dann dadurch kein Holz so wirklich auf den Kopf kloppen. Aber ich würde sagen, der Windknirscher, den pimpen wir erstmal für 4 Stunden. Und dann suchen wir uns noch einen, der eventuell ein bisschen Holz benötigt. Aber da will ich natürlich einen finden, der von der Zeit her auch relativ lange braucht. Also aus dem Grund bin ich mir natürlich noch nicht so sicher. Wir könnten natürlich auch den rasselnden Qualmdrache weiter pimpen. Würde ich natürlich auch gerne machen, weil die Wald, der sammelt natürlich gut Eisen. Ich würde aber von euch gerne mal wissen, ob es vielleicht einen Drache gibt, der noch besser Eisen sammelt als der rasselnde Qualmdrache. Schreibt das einfach mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, ob ihr da 2, 3, 4, 5 Drachen auf dem Schirm habt. Schreibt das einfach mal, wie ihr sagt, in die Kommentare. So, dann checken wir hier natürlich, wie lange braucht der. 612.000 ist natürlich auch nicht so pralle. Aus dem Grund würde ich sagen 1,8 Mille ist auch nicht dolle. 3,4 auch nicht. 31 Mille wäre natürlich ja nicht so verkehrt. Aus dem Grund würde ich fast sagen, wollen wir den Eisenzahn erstmal pimpen. Klar, 2 Tage, 3 Stunden ist eine relativ lange Zeit, aber ich denke, das machen wir. Wir legen einfach los. Naja, ob das so sinnvoll ist, aber ich denke, ja, das machen wir jetzt einfach scheiß drauf. Schicken wir den erstmal los für 31 Mille, haben jetzt hier erstmal wieder ein bisschen Platz. Die Tüte daran ist, wir können jetzt erstmal hier bei unserem eisigen Kältegronkel natürlich das Holz einsammeln und schicken den für 20 Stunden erstmal los, um weitere Eisen hier zu produzieren. 382 Mille Holz kostet. Der Spaß ist natürlich erstmal nice. So können wir natürlich erstmal unsere Drachen abackern, die hier natürlich Holz sammeln und können die natürlich nochmal neu losschicken, bei uns da keine Platte machen, dass wir hier irgendwie irgendwelche Materialien verschenken. Aus dem Grund würde ich sagen, legen wir hier erstmal los, gucken da natürlich erstmal überall rein und checken hier auf alle Fälle ab, was so geht, was wir hier am Ende bekommen, weiß ich nicht, kann ich euch nicht genau sagen, aber ich denke, wir haben ja ganz gute Karten. Pimpen jetzt erstmal die Drachen auf, die aus dem Training zurück sind, und zwar haben wir hier den Gleitgesang, der ist jetzt auf Level Nummer 6, können die jetzt für 32 Minuten pimpen, das machen wir aber natürlich erst mal nicht, machen hier weiter, füttern den natürlich erstmal, können den nur für 12 Minuten weiter trainieren, aber wie gesagt, das will ich natürlich auch nicht so wirklich. Dann haben wir hier noch einen Gleitgesang, den Pimpik erstmal bis auf Level Nummer 18, könnte den auch nochmal trainieren für 5 Stunden 25 Minuten, und ich glaube, weitere Drachen haben wir hier nicht, doch haben wir. Und zwar hier oben, hier habe ich natürlich den verteidigenden Gronkel auf 81 gepimpt, genauso wie unseren verteidigenden riesenhaften Albtraum. Das heißt natürlich für uns, ja, haben wir wieder 2 Drachen mehr auf Level Nummer 81. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal weiter auf Berg, gucken da natürlich, wen wir hier noch aufleveln können. Da haben wir natürlich ohne ganze Batterie voll Drachen. Und zwar haben wir hier den greifenden Gründling, der ist jetzt auf Level Nummer 16. Wir knallen hoch bis auf 18. Dann pimpen wir natürlich hier unseren verteidigenden Knochenräuber. Haben den jetzt auf 88, könnten den natürlich auch weiter pimpen, aber dafür bräuchten wir natürlich erstmal ein bisschen Fisch. Bei der brutalen schnappenden Falle sieht es natürlich nicht anders aus. Aus dem Grund lassen wir natürlich erstmal so, wie es ist. Checken dann hier den grünen Tod, so wie immer. Schicken den natürlich erstmal nochmal los und können gleich mal gucken, wie es hier beim Immerflügler aussieht. Wie lange müssen wir da noch warten? Insgesamt 3 Stunden 57 Minuten. Gut, würde ich sagen. Da können wir uns natürlich jetzt erstmal nur ganz entspannt zurücklehnen und warten, bis der zurück ist. Dann checken wir natürlich erstmal hier unser Mysterium-Paket. Sammeln hier alles ein, was wir einsammeln können.
So, sehr schön. Und dann hätte ich natürlich nochmal eine ganz, ganz wichtige Frage an euch. Also ich habe natürlich mit einem Kumpel gequatscht und der hat gesagt, ja, was schätzt du, wie viele Abonnenten hast du bis Ende des Jahres? Ich weiß nicht, ich bin jetzt knapp bei 12.000. Schätze einfach mal, wenn es gut läuft, könnte ich auf 15 kommen. Also hoffe ich einfach mal. Wäre auf jeden Fall cool, wenn ich es bis Ende des Jahres irgendwie auf 3 kriege. Ich glaube zwar nicht dran, aber von euch würde ich einfach mal gerne wissen wollen, was ihr so schätzt, wie viele Abonnenten schaffe ich noch? Oder habe ich insgesamt am 31.12. beziehungsweise am 1.1. Schreibt dann einfach mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Cool wäre natürlich, wenn er mich dafür weiter irgendwie unterstützt, dass ich die 15.000 auf alle Fälle schaffe. Das wäre auf jeden Fall ein richtig nobles Ding. Das heißt natürlich, ja, liken, kommentieren, teilen und eventuell anderen Freunden davon erzählen. Also, das wäre natürlich ein cooles Ding, wenn er das machen würde, wenn er mich da irgendwie unterstützen würde. Also, wie gesagt, ich würde mich freuen. Und wenn er das macht, schreibt das einfach mal in die Kommentare, dass ich weiß, auf wen ich hier zählen kann und auf wen eventuell nicht. So, dann checken wir natürlich erstmal unsere reisenden Drachen, gehen hier erstmal auf weiter. Checken hier erstmal, ja, Mann oder Drache, ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf Mann. Gucken einfach mal, ob wir die 375 Mille Holz bekommen. Checken dann den Hakenzahn. 20 Runen ist natürlich nicht so der Bringer. Aus dem Grund schicken wir den natürlich auch erstmal nochmal neu los und checken dann hier unten erstmal unseren Fleischklops. Hier können wir gleich mal am Reiseglücksrad drehen. Da hoffe ich natürlich, dass wir das Paket bekommen. Aber wie ihr seht, haben wir nicht bekommen. Aus dem Grund drehen wir hier einfach mal am Rad, lassen uns überraschen und überlegen einfach mal, was wir hier bekommen. Was heißt überlegen? Wir gucken uns das einfach an. Ah, das Ei, na gut, okay. Das ist natürlich nicht so prallig. Ich würde sagen, das werden wir auch gleich mal freilassen. Weil, was wollen wir damit? Schmeißen den erstmal raus und dann ist natürlich alles soweit paletti, alles soweit schick. Schicken wir den erstmal nochmal auf die Reise für 2 Runen. Haben dann hier auf Berg eigentlich erstmal soweit alles erledigt, denke ich. Das Einzige, was wir noch machen könnten, wir könnten natürlich gucken, wie es hier bei unserem Drachen aussieht, ob wir den auf 91 Pim kriegen oder nicht, aber ich glaube, es sieht schlecht aus. So sieht's aus, war auf jeden Fall wieder mal eine miese Sache. Aus dem Grund nehmen wir hier natürlich. Alter, hör doch mal auf. Jetzt will ich mal was ausprobieren. Ich will mal ausmachen und will es mal nochmal anmachen. Gucken, ob es geht, gucken, ob es funzt. Also, das weiß ich selbst nicht, aber ich will es einfach mal probieren. Vielleicht muss ich dann meine 60 Mille nicht unbedingt verschenken. Das wäre natürlich ein nobles Ding, aber versprechen kann ich, wie ihr sagt, nicht. Wir probieren es einfach aus. Ich weiß nicht, macht ihr das auch so oder macht ihr das nicht so? Schreibt das einfach mal in die Kommentare. So, dann gucken wir einfach mal, wie es hier hinten aussieht. So, dann können wir natürlich erstmal ein bisschen Fisch hier auf den Kopf kloppen. Ich weiß natürlich noch nicht so wirklich, wen wir hier pimpen wollen. Aber ich würde sagen, wir machen hier einfach mal, wenn wir hier irgendwie einen Drache finden, fangen wir hier einfach mal an. Der Knochenstreifer, ich würde sagen, den pimpen wir erstmal. 220 Mille kloppen wir auf den Kopf, schicken den neu los. Und dann würde ich sagen, drehen wir hier einfach nochmal am Rad. Lassen uns hier einfach nochmal überraschen, was hier am Ende so geht. Wie ihr seht, geht natürlich wieder mal nichts. Aber das Coole ist, wir verschenken natürlich keine Materialien. Aus dem Grund haben wir alles richtig macht, könnten die natürlich nochmal losschicken, Holz sammeln und da will ich natürlich gleich nochmal abchecken, ob wir eventuell noch ein paar losschicken können. Nö, materialtechnisch sind erstmal wieder alle on Tour, das heißt für uns natürlich, ja, da ist erstmal wieder alle Paletti, jetzt checken wir natürlich erstmal hier unsere Pakete, sammeln die natürlich erstmal ein, hier haben wir ein 3-Stunden-Paket, okay, der Skrill ist so dabei, der Knochenräuber und dann würde ich sagen, öffnen wir erstmal hier unser 8-Stunden-Paket, gucken darin, okay, 6-mal den Funkenhüstel, 6-mal den leuchtenden Fluch, 6-mal den rauchverschwindenden Qualm, wen bekommen wir dann, 5-mal den Knochenräuber, 5-mal den riesenhaften Albtraum und dann kriegen wir noch 3-mal den Gronkel, den Verteidigungsgronkel als Elite-Drachen mit dazu. Das ist natürlich auch nice. Den können wir natürlich weiter aufleveln. Dann haben wir hier den Knochenräuber und den Dagur-Skrill. Das ist natürlich geil. Da fehlt uns nur noch einer, um den auf 10 zu pimpen. So, dann würde ich sagen, gehen wir auch erstmal eine Keilerei. Werden jetzt erstmal die Drachen nicht so wirklich aufwerten. Ich gehe mit dem Team in eine Keilerei, wie ich es natürlich im letzten Let's Play auch genutzt habe. Also das finde ich natürlich sehr, sehr wichtig. Aus dem Grund wäre natürlich cool, wenn wir hier den nächsten Sieg nach Hause zaubern. Aber versprechen kann ich, wie gesagt, nichts. Der Gegner hat natürlich auch pokaltechnisch die Nase vorne, aber wenn wir uns nicht ganz so blöde anstellen, könnten wir eventuell so einen Sieg nach Hause fahren. Also ich denke schon, dass wir hier relativ gute Karten haben. Müssen natürlich gucken, was so geht. Also wie gesagt, ich bin selbst extrem gespannt.
So, und ich denke auf jeden Fall, dass es relativ nice für uns aussieht. Also ich glaube nicht, dass hier noch was anbrennen kann, wenn wir uns nicht ganz so blöde anstellen. Müsstet eigentlich funzen, kommt zwar darauf an, was der Gegner hier für eine Spezialattacke hat. Oh, die war natürlich megamäßig mies für uns. Was machen wir? Wollen wir trotzdem angreifen? Ich würde sagen, nee, das machen wir nicht. Wir greifen erstmal so nochmal an. Und nehmen dann lieber die andere Spezialattacke. Ich glaube, das ist fast sinnvoller. Ich weiß es aber nicht. Kommt drauf an, wen er jetzt irgendwie gibt. Alter, das gibt's ja nicht. Das ist natürlich wieder mal ein mega mies gelaufen. Hätte ich mal dort die Spezialattacke angewendet. Aber gut, okay, müssen wir mit leben. Müssen wir irgendwie mit klarkommen. Jetzt hauen wir die natürlich raus, greifen da erstmal an, ziehen dem Gegner natürlich erstmal ein bisschen was ab. Und dann würde ich sagen, wären wir jetzt hier erstmal auf jeden. Und ich glaube, wenn die alle gut läuft, könnten wir uns den Sieg jetzt natürlich auch sofort holen. Naja, sofort nicht, aber gleich. Also wie gesagt, im nächsten Fight, beziehungsweise der nächste Angriff, wenn der sitzt, haben wir den Sieg in der Tasche. Aus dem Grund haben wir nicht einen Drache verloren und haben den Sieg, wie gesagt, am Ende in der Tasche. Naja, gut, okay, bis jetzt noch nicht, aber jetzt müssten wir das eigentlich klar machen. So, den Sieg haben wir am Start. Alles super, alles schick. Bin natürlich gespannt, wie viele Pokale bekommen wir. Darauf kommt es natürlich an. Außerdem kommt es auch drauf an, was wir hier für ein Paket bekommen. Plus 57 ist erstmal gut, ein 3-Stunden-Paket. Naja, gut, okay, hätte natürlich wieder mal ein bisschen besser laufen können, aber ist egal, müssen wir mit leben, müssen wir mit klarkommen. Dann haben wir das natürlich auch erstmal erledigt, können jetzt erstmal anfangen, das nächste Paket hier freizuschalten und sind für heute auch erstmal wieder so weit durch, haben alles erledigt. Aus dem Grund würde ich mich erstmal wieder bei euch verabschieden. Ich wünsche euch was, bis dann, tschüss.